Hallo ihr Gaming-Nerds und Hardware-Liebhaber. Heute geht's mal wieder rund auf dem Computer-Channel von Rima Computers. Und zwar nicht nur mit einer Hardware-Vorstellung, sondern heute kümmern wir uns um einen Monitor. Die Firma LC Power hat uns dafür einen Monitor zur Verfügung gestellt, und zwar dieses schöne Schmuckstück. Uah. Ja, LC M27 QHD 165 schimpft sich das schöne Stück. Fast IPS-Panel, QHD-Auflösung, 165 Hertz sind relativ starke Worte. Und ob sich dieses alles bewahrheitet und ob sich dieser Monitor auch wirklich lohnt, erfahrt ihr in diesem Video. Kommen wir als erstes auf den Lieferumfang zu sprechen. Im Lieferumfang sind enthalten ein Stromkabel, sowie eine Bedienungsanleitung, genauso wie ein Schraubenzieher, DisplayPort-Kabel, USB-Typ-C-Kabel und theoretisch alles, was man für den Betrieb direkt braucht. Der Monitor an sich ist auch direkt für eine VESA-Aufnahme direkt vorbereitet. Die Montage zeigt sich spielend einfach. Die Schraube vom Standfuß wird mit dem Ständerschaft verbunden verschraubt. Das geht sogar per Hand und es ist kein Schraubenzieher notwendig. Wenn euch die Kabel vom Monitor schon immer mal gestört haben, wie die hinten rumliegen, gibt es hier ein nices Gimmick, und zwar könnt ihr hinten am Ständerschaft die Rückseite abnehmen und so könnt ihr dort die Kabel einfädeln und schon sind sie komplett versteckt. Der Ständer wird dann in den Monitor eingerastet und das war's auch schon. Ihr könnt dann den Monitor mit dem Ständer aus der Styroporverpackung aufstellen. Der Monitor lässt sich nicht nur in der Höhe verstellen, sondern auch neigen, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Wer gerne Texte liest, der kann den Monitor auch gleich um 90 Grad drehen. Dank des eingebauten Gravity-Sensors dreht sich das Bild dann automatisch. Auf der Unterkante und auch auf der Rückseite ist jeweils eine blaue LED-Beleuchtung angebracht. Diese kann auch über das OSD-Menü jederzeit abgeschaltet werden. Auch wenn die Spezifikationen sich klar an Gamer richten, ist das Design sehr allgemein gehalten. Bei den Anschlussmöglichkeiten vom Monitor besitzen wir insgesamt drei HDMI-Steckplätze, einen DisplayPort und einen USB-Typ-C-Anschluss. Kommen wir nun zu den Details vom Monitor. Der Monitor verspricht QHD-Auflösung und 165 Hertz. Das schauen wir uns mal im Detail an. Die QHD-Auflösung sorgt für ein deutlich schärferes Bild als gegenüber Full-HD. Diese Kombination mit 165 Hertz lassen Gamer-Herzen schneller schlagen. Dank der FreeSync-Technologie sind Bildverzerrungen und Artefakte reduziert oder gar nicht existent. Außerdem sitzt LC Power hier auf dem Monitor auf ein IPS-Panel. Dies hat gegenüber dem VA-Panel nochmal eine deutlich kürzere Reaktionszeit. Die Einstellungen ab Werk finde ich sehr gelungen, sodass ein Ready-to-Play-Faktor entsteht. So, kommen wir zum Fazit. Von mir bekommt der Monitor auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir haben hier klar einen Preis von knapp 350 Euro, sehe ich aber als gerechtfertigt an, wenn man bedenkt, dass wir hier technisch auf jeden Fall sehr viel geboten bekommen. IPS-Panel, 165 Hertz, das sind alles auf jeden Fall Sachen, die man so nicht bei jedem Monitor sieht. Der Monitor hat mich wirklich tatsächlich wirklich vom Hocker gerissen, ne? Also alles, es gibt nichts Negatives, also das muss man auch mal einfach mal sagen. Wunderbares, schönes Gerät. Also wer gerade auf der Suche nach einem Gaming-Monitor ist, kann hier auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.